Audi Volks und willkommen zurück zu Coral Island. Ein Obst und noch kein Gemüse verschenkt. Fuck. Hey Scott. Hey Ruckla, heute ist der große Tag. Heute findet die Eröffnungszeremonie statt. Ich wollte dich nur abholen, um mit dir gemeinsam zum Museum zu gehen. Bist du bereit? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Oh nein, ich habe daheim etwas vergessen. Weißt du was? Wieso gehst du nicht schon mal vor? Wir sehen uns dann beim Museum. Ich muss mich beeilen, Rucola. Wir sehen uns beim Museum. Ist. Rucola, hast du Scott gesehen? Er ist spät dran. Er sollte die Zeremonie beginnen. Links darfst du drauf durch. Willkommen, verehrte Gäste. Auf die Einweihung. Die Einweihung der Halle der Gründer. Wir möchten alle für Ihr Kommen zu dieser großen Eröffnung danken. Dieses Museum ist wahrscheinlich eine Zusammenarbeit zwischen allen Anwesenden und auch jenen, die nicht anwesend sind. Wir alle möchten allen unterstützen, die heute hier sind und die an uns geglaubt haben, unser Dank für den Bau dieses Museums aussprechen. Dieser Raum, diese Halle der Gründer, ist das Mindeste, was wir tun können. So genau, genug gequatscht. Jetzt ist es an der Zeit, dass wir endlich offiziell unsere Halle der Gründer eröffnen. Bürgermeister Connor, wenn du uns die Ehre erweisen würdest, deinem Kaktushut. Danke, Scott. Ich war ja skeptisch, dass so viele Menschen aus der ganzen Welt uns ihr Geld geben wollen. Aber ich bin froh, dass ich eines Besseren belehrt wurde. Ich bin mir sicher, dass ihr alle schon ungeduldig darauf wartet, die Halle der Gründer von innen zu sehen. Hiermit erkläre ich die Halle der Gründer offiziell für eröffnet. Ja, klopp, klopp, klopp. Das Material holen. Wow, sieh mal, das bin ich. So sehe ich also von hinten aus. Hm? Oh Mann, in Wirklichkeit ist es sogar noch prächtiger. Bürste mit weichen Borsten. Du hast eine weiche Borstenpinsel erworben. Schalte die Fähigkeit frei. Fossilien
und zerrissene Seiten zu bergen. Schon noch ein bisschen Bugs drin, ne? Ich muss skippen, weil das ist gar nicht gegangen. Bergenhonig. Bergenhonig. Zwei. Hey, 10. Tag. Was ist denn da los? Oho. Der Kuhstall ist fertig. Ein großes Unternehmen. Ja, kommt raus. Kommt raus, kommt raus. Gehen wir das spenden. Seid ihr dabei? Habe ich aufgenommen? Habe ich angelassen? Läuft's? Jawohl. Mayonnaise-Maschine. Hühnerstall fertig. Und wir kriegen eine Mayonnaise-Maschine. Plop. Und einen weiteren Schnellreisepunkt, oder nicht? Oh ja, Museum. Nice. So. Dann brauche ich da eine Kiste. Nein. Chance auf bessere Qualität, Preissteigerung. Maschine, die ist riesig. Nehmen wir mal ein Ei. Machen eine Mayonnaise.
50. Da gehen wir eine Kuh kaufen. Mittwoch. Check. Hast du offen? Es ist schon etwas Besonderes, wie das Museum all diese Mittel für die Erweiterung auftreiben kann. Bestätigen. Getreide. Schon. Hätten wir. Oha. Sieh dir nur das neue Museum an. Ich könnte Stunden um Stunden hier verbringen. Das glaube ich dir. Alles ist gut, mein Freund. Alles ist gut. So, kommt raus. Die Angelroute. Nina. Au, Quallenstich, das tut so weh. Ich mein's ernst, Leute. Ich hab das Gefühl, ich werde gleich ohnmächtig. Warte. Die kenne ich. Ich hab's in Pauls und Annas Show gesehen. Du musst draufpinkeln. Wie geht? Wenn es sein muss, muss es sein. Ich opfere mich für die Gemeinschaft und mach's. Aber... Wenn ich es mir nochmals überlege, dann glaube ich, ich kann nicht, wenn all die Leute zusehen. Auf mich pinkeln? Nie im Leben. Wo ist der Strandwächter, wenn man ihn braucht? Kein Grund, dir in die Badehose zu machen. Vergiss das Märchen mit dem Pinkeln. Essig. Bin ich froh, dass das geklärt ist. Ich habe mir nicht gerade darauf gefreut, in der Öffentlichkeit zu pinkeln. Entspann dich. Wir brauchen bloß Essig und warmes Wasser. Und fang nicht an, auf dem Stich herumzukratzen, okay? Der Sani. Hier ist eine Flasche Essig, die sollte helfen.
Und jetzt behandeln wir diesen Strich mit einem Essigbad und etwas warmem Wasser. Wieder beruhigt. Unser Museum wurde gewaltig verbessert. Ich werde hier ganz bestimmt viel öfter Zeit verbringen. Das ist fabelhaft. Wo ist Lilly? Allgewertetes Werkzeug. Jawohl. Sehe, dass sich die Arbeit aller Beteiligten am Museum bezahlt gemacht hat. Ich habe gedacht, es würde so klein bleiben, bis ich in den Ruhestand gehe. Das Museum ist sehr groß. Fast so groß wie der Ozean. Es wäre höchste Zeit, dass das Museum die finanziellen Mittel erhält, die es verdient. Wenn du reden möchtest, Sonny scheint... Ja, ja. Für ein Gespräch. Bla bla. Habe ich viel Geld ausgegeben, ne? Es ist toll, dass das Museum jetzt größer ist. Jetzt haben wir mehr Artefakte. Platz. Ah ja, das beschafft. Das Museum wird viele Touristen anziehen. Das ist toll für unsere lokalen Geschäfte. Ich bin unseren Gönnern sehr dankbar. Es ist wunderbar, das Museum jetzt so zu sehen. Ich liebe unser Museum. Ich könnte den ganzen Tag darin herumlaufen. Ich werde ins Museum gehen, wenn es von Interesse ist. Wenn riesige Monster dort sind oder so. Dieser Tage werde ich mir mal das neue Museum ansehen. So richtig darin herumgehen, weißt du? Pfingstrose? Ja. Wow, wow, woher wusstest du? Ja, ja. Dieser Volleyballplatz war letztes Jahr nicht hier. Ich frage mich, ob Kugelfisch auch das veranlasst hat. Dann holen wir noch unsere Axt. Da probieren wir noch gleich zu fischen. Geode können mitnehmen. So. Hacke. Gut. Huh.
große Barren. Ich frage mich, ob Maisy ein paar Fotos machen kann, jetzt da das Museum modernisiert wurde. Wir könnten neue Fotos für die Broschüren mit den Touristenattraktionen gebrauchen, die wir im Gasthaus verteilen. Ja, hahaha, fantastisch. Das gefällt mir nicht. Mir gefällt das Museum, es ist weitläufig. Das Museum ist etwas Besonderes. Das ist köstlich, danke. Marienkäfer. Schauen wir mal, wie es geht mit dem Fischen. Mit der neuen Angelroute. Hervorragend. Nein, zu früh. Da habe ich zu früh reingezogen. Viel besser. Nun haben wir einen Ort, der groß genug ist, alles auszustellen, was Coral Island zu bieten hat. Jetzt, Der ist schon wilder. Feuerfisch. Papageienfisch. Feuerfisch.
Der Fang. Ui. Rubin Goldgrundel. nicht zu färten. Fünf Silber, 20 Holz. Silber, 20 Holz. Dort komme ich noch nicht lang. Sie von unten lang. Ja, ist da. Jawohl. Ein Siedlerkrebs. Wir sparen Energie, bis wir wissen, wo er geht. Europäische
Ich habe ich ja zuerst gar nicht gesehen. Ischi. Amerikanische. Reden. Du verstehst nicht, was gesagt wird. Geschenk annehmen. Du hast von Mola schimmernde Truhe erhalten. Träge Energie. Ja. So, dann gehen wir noch zum Tempel auf. Haben wir noch Platz? Scheiße. Kein Platz im Inventar. Hier kann ich nicht schwätzen. Iva. Im Gasthaus gibt es keine gute Klimaanlage. Sie schaltet sich manchmal einfach von selbst ein und aus. In meinem Zimmer kann es ziemlich heiß werden. Very hot, hä? Huh? Salzwasserfisch. Ozeantierchen. Siedler. Amerikanische. Ozean. Königsmuschelblau.
Oh, dann reisen wir noch zum Museum. Gegenstand spenden. Haben wir nicht. Die Halle der Gründer. Name Zaria AKQ. Message. Chicken on my back is paying homage to my black cat here. In case anyone was wondering. Look, mommy. Founder. Name Eva Grimm. Message. Eva Grimm. Name Rainer. Können wir schon ziemlich rumteleportieren, das ist sehr gut. Die Kokosnüsse sind noch nicht fertig. Ein Silberherz. Nein. Falsche Kiste. Können wir noch anbieten? Also, das. Das. Schon.
Hibiskus. Ich hoffe, es geht dir um diese Jahreszeit auf der Farm gut. Hier ist eins meiner liebsten Rezepte, Fischtaco. Es ist ein bisschen kompliziert, aber ich bin sicher, du kriegst das hin. Emma. Drauf. Ja, Honig. Wetter ist sonnig, so wünsche ich eine gute Nacht und